Auftraggeber hat sich im Vorfeld zu überlegen und das auch bekannt zu geben, anhand welcher Kriterien er letztendlich den Zuschlag erteilt, also den Auftrag vergibt. Er muss das im Vorfeld dem Markt bekannt geben. Und hier kennt das Vergaberecht zwei Konzepte, zwei Modelle. Einerseits den Billigstbieter und andererseits den Bestbieter. Billigstbieter-Prinzip heißt in diesem Zusammenhang, dass der Auftraggeber den Auftrag an den günstigsten, an den billigsten Bieter gibt. Sprich, es zählt allein der Preis. Beim Bestbieter-Prinzip zählt neben dem Preis auch noch ein anderes Kriterium. Das kann sein ein Hearing. Das kann sein ein Konzept. Ich lasse mir was qualitativ ausarbeiten vom Bieter. Der Bieter soll mir darlegen, wie er mir Kostensicherheit, wie er mir Zeitsicherheit gewährleisten kann. Ich lasse mir dieses Konzept präsentieren, ich stelle Fragen und ich bewerte das in einer Jury. Und dieses Prinzip, dass ich den Preis und etwas Qualitatives bewerte, nennt man Bestbieter-Prinzip. Und in Österreich gibt es 5 Fälle, wo das Bestbieter-Prinzip zwingend anzuwenden ist per Gesetz. Das ist einerseits bei geistigen Dienstleistungen, andererseits, wenn die Leistungsbeschreibung im Wesentlichen funktional erfolgt. Das heißt, der Auftraggeber weiß nicht konkret, wie er etwas möchte, sondern weiß nur, was er möchte. Er kennt die Funktion, er kennt den Weg dorthin, noch nicht bis ins letzte Detail. Dann brauchen wir das Bestbieter-Prinzip. Bei Bauaufträgen ab 1 Million Euro, exklusive Ust, und beim wettbewerblichen Dialog und bei der Innovationspartnerschaft, was 2 unterschiedliche Verfahrensarten sind. Generell kann man dem Gesetz entnehmen, dass eine Tendenz zum Bestbieterprinzip vorliegt. Das Billigstbieterprinzip ist demnach nur dann zulässig, wenn der Auftraggeber die Qualität des Auftrages wirklich bis ins Detail im Vorhinein festlegen kann, damit im Nachhinein vergleichbare Angebote einlangen, die ich dann nur anhand des Preises bewerten kann. Dann ist ein Billigstbieter zulässig. Sonst empfehle ich auch als Anwalt, das Bestbieterprinzip heranzunehmen.